Der Karrieretag Lehre und die Bildungsmesse haben es vorgemacht. Jetzt bekam auch die Pflege einen eigenen Aktionstag. Erstmals trafen Aussteller aus den verschiedenen Bereichen aufeinander und präsentierten sich Schülern oder älteren Besuchern, die sich beruflich neu orientieren möchten. Pflege ist ein Thema, das allgegenwärtig ist, und Pflege ist ein Thema, das uns immer und alle betrifft. Und wir wissen alle, wir haben in der Pflege einen Notstand an Personen, die Pflegeausbildungen machen, und gleichzeitig haben wir aber ganz, ganz viele Ausbildungen und Möglichkeiten in der Region. Im Volkshaus Kindberg stand die breite Vielfalt der Pflege im Mittelpunkt, die eine große Anzahl an unterschiedlichen Berufen ermöglicht. Was die einzelnen Berufe zu bieten haben, konnten die Besucher anhand von Praxisbeispielen gleich selbst erfahren. Es sind insgesamt 21 Aussteller da. Und die Aussteller sind angefangen von verschiedenen Ausbildungsträgern, wo man Ausbildungen machen kann, über die Beratungsstelle des Landes Steiermark, über Krankenhaus, mobile Dienste, Pflegeheime, Beratungseinrichtungen, Community Nurse, also wirklich die ganze Vielfalt, wo Pflege arbeitet, tätig ist. Die Pflege selbst entwickelt sich immer weiter. Erfolgreiche Projekte wie jenes der Community Nurses zeigen vor, wo die Reise in Zukunft hingeht. Das wird immer mehr, weil wir wissen, die Bevölkerungspyramide, also das Alter setzt sich hinauf und es wird immer mehr ältere Leute geben. Und für das ist das eigentlich ein super Punkt, den wir da machen oder behandeln, weil, wie gesagt, sie können so lange wie möglich selbstbestimmt allein zu Hause bleiben. Umso wichtiger wird es sein, die Fachkräfte von morgen schon heute zu finden und auszubilden. Eine wesentliche Rolle wird die neue Pflege-FH spielen, die 2025 den Betrieb in der Kapfenberger Innenstadt aufnimmt. Wir bieten die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson an und ab dem Wintersemester 2025 auch in Kapfenberg. Wir haben Exponate mitgenommen, mit denen wir unterrichten, verschiedene Wunden, die wir in der Verbandslehre oder Wundmanagement hernehmen, um den Schülern zu ermöglichen, schon im Vorfeld zu üben. Was aber macht den Reiz aus, gerade im Bereich der Pflege tätig zu sein? Der direkte Kontakt mit den Bewohnern, mit den Patienten, das, was man zurückkriegt, wenn man denen helfen kann, ihren Alltag zu bewältigen, auch wieder gesund zu werden. Also das ist ein Schwerpunkt, das, was natürlich sehr wichtig ist für uns in der Pflege.